Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch mal wieder gut. Wir sind heute bei dem legendärsten Video, was ihr euch seit 6 Monaten gewünscht habt. Und zwar ein Kalorien-Battle zwischen The Black Hole Murphy, Koloss von Donos, gegen die Hamsterbacke und den Stopfer. Wir befinden uns auf Kreta im wunderschönen Griechenland und wir haben schon fett eingekauft, hier einen dicken Einkauf für uns mit ordentlich Kalorien. Wir haben heute ein Battle, schwarz gegen weiß, groß gegen klein, was auch immer. Der Koloss von Donos hat mich auf seinem Kanal herausgefordert zu diesem Battle, weil du meintest... Bro, ich werde sowieso mehr essen als du. Vielleicht haben viele von euch schon die Edition gesehen, wo wir ein Couple Battle gemacht haben. Oskar und seine Freundin gegen mich und meine Freundin. Wie schon gesagt, haben wir Fettkalorien vor uns. Das Ganze könnt ihr natürlich schön mischen mit Nutella. Wir haben heute den 24. September, es ist 10 Uhr, wir haben von jetzt an 24 Stunden Zeit. In 24 Stunden werden die Kalorien gestoppt. Es zählen keine Flüssigkalorien. Wer bis dahin mehr hat, es gibt noch eine Strafe, die im Laufe des Videos bekannt gegeben wird. Das heißt, ihr wisst noch gar nicht, worauf ihr euch eigentlich hier einlasst. Alles, es geht los. Alles gut, alles klar. 2, 1. Go. Go. Ihr werdet schon noch sehen, worauf ihr euch eingelassen habt. Wir werden euch sowas von auseinandernehmen, Alter. Fein, fein. Das Ding ist, ich habe die ganze Woche normal gegessen und Joe hatte schon Angst und meinte, Digga, krank, ich kann ja immer so viel essen. Und heute streng ich mich an. Ich habe noch so viel Platz in meinem Magen, aber so asozial viel Platz. Kannst du von uns auch eine Schüssel holen und Löffel? Bam! Schüssel! Wer von euch das Video schaut und noch nicht abonniert hat, Freunde, drückt unten auf den Abo-Button, es kostet euch nichts und wenn ich euch auf den Nerv gehe, könnt ihr mich einfach wieder deabonnieren. Lasst außerdem gerne einen Daumen da und wir gönnen uns jetzt noch den Rest von dem Frühstück. So, und aufgegessen. Krass, Alter. Wir haben einfach beim Frühstück schon über 10.000 Kalorien reingehauen. Die Teams werden sich jetzt auch gleich trennen und dann packt jeder gemeinsam mit seinem Partner an geheime Spots, wo es weitergeht. Aber wie vielleicht einige von euch in den Nachrichten gesehen haben, sind die Umstände in Griechenland nicht überall so schön wie hier bei uns und nicht jeder hat das Glück, so viel essen zu können. Deswegen habe ich mir gedacht, rufe ich eine Spendenaktion auf und ich fange selber schon mit 150 Euro an. Und ich werde auch nochmal 50 Euro obendrauf packen. Denn bei Mandy ist auch in dem Video noch ein bisschen Essen übrig geblieben. Das heißt, von uns gehen schon mal 200 Euro an Leave No One Behind. Und in der Videobeschreibung findet ihr auch ein PayPal Money Pool, wo ich Geld sammle, was ich dann gesammelt spenden werde an Leave No One Behind, wenn die nächste Spenden-Challenge nächsten Monat ansteht, wo ich an einem Tag 10.000 Kalorien zu mir nehmen werde und 10.000 Kalorien verbrennen werde, alles in 24 Stunden. Das mache ich aber auch nur, wenn ihr wirklich ordentlich Geld reinballert. Denn nicht immer nur nehmen, sondern auch ein bisschen was geben. Und die einzelnen Teams haben sich jetzt auch ready gemacht. Jetzt packen wir es auf, getrennt. Bro, geh mal so viel, wie du willst. Pack es mal so auf, wie du willst. Du wirst sowieso verlieren. Habt ihr beide euch überhaupt eine Strategie überlegt, wie ihr uns überhaupt schlagen könnt, oder? Digga, weißt du überhaupt, wer wir sind? Ich bin der Koloss von Dodos. Ich bin über die Grenzen Griechenlands bekannt als das 8. Weltwunder im Viel Essen. Meine Hautfarbe sieht aus wie die Brownie-Stückchen in Ben & Jerry's und davon werde ich heute einige haben. Ich bin Black Hole Murphy. Nicht nur die Kalorien verschwinden in mir, sondern ich verschwinde auch im Dunkeln und das werde ich dem Stopfer und dem Hamsterbäckchen heute unter Beweis stellen. Ich bin die Hamsterbacke und in meinen Backen passt verdammt viel Essen rein. Sowohl diese Backen als auch diese Backen haben den Kreislauf der Kalorien in etlichen Challenges gut studieren können und meine langjährige Erfahrung wird mir heute zum Vorteil. Ich bin der Stopfer. Die vergangenen 6 Monate habe ich geheime Meditationstechniken der Stopfer-Originies genutzt, um mein Stopfvolumen auf ein neues Maximum zu erweitern. Und wir zwei Erzrivalen haben uns heute zusammengetan, um ein neues Maß an Kalorienzerstörung zu erreichen. So, wir haben jetzt 13.14 Uhr. Oskar und ich sind auf dem Weg zum Restaurant. Wir haben die anderen abgehangen mit dem Auto. Unser Airbnb ist im Süden von Kreta und wir sind jetzt extra zum Norden von Kreta hochgefahren, um uns jetzt bei einem ganz speziellen Burgerladen schon mal ordentlich Burger reinzuhauen. Oh ja, weil Burger ist Musik in meinen Ohren. Ja, Mann. Sowohl vom Stopfer als auch von der Hamsterbacke sind Burger auf jeden Fall eine Stärke. Und jetzt sind wir auch schon direkt vor Mojo's Burger. Das ist ein absoluter Geheimtipp. Wir werden uns hier auch gleich verewigen in den ewigen Schriften dieses Restaurants. Hier haben nämlich schon die Ureinwohner Kretas, die Legende, deren Stopfer-Originies gegessen. Die Gassen sind abgesperrt. Hier dürfen nur Leute rein, die ordentlich viel essen können. Und das sind genau wir. Natürlich haben wir uns hier auf Ehrenbasis auch schon eine gute Handvoll saftiger Burger bestellt. Und da wir ja gerade von den Schriften geredet haben, seht ihr, dass sich hier schon viele Leute verewigt haben. Und ich würde sagen, machen auch wir. Dann könnt ihr gerne vorbeikommen und könnt hier unsere lieben Grüße lesen. Was haben wir schreiben? Oh, saftige Grüße, Hamster-Stopfer-Freunde. Also wenn ihr vorbeikommt, macht gerne... Oh, die genau zu gleich die Farbe ging. Macht hier gerne von ein Foto, markiert uns oder sowas. Und ich bin in der Zwischenzeit jetzt auch gespannt, wo eigentlich Dodo und Steven hingefahren sind. So, Freunde, wir sind jetzt im ersten Laden angekommen. Ich habe mir ein großes Chicken Schnitzel mit extra Käsesoße bestellt. Dazu noch richtig geil Knoblauchbrot.
und einen Cheeseburger. Ich habe mir auch ein großes XXL-Schnitzel bestellt, aber mit Champignon-Rahmsoße oder so. Egal, mal gucken, ob die schmeckt, aber die muss ja reinhauen und das ist das Wichtigste. Als Getränk habe ich mir dezenten Eis geholt und dann haben wir uns noch ein Wasser geholt, um das Ganze runter zu spülen. Wasser ist so wichtig bei so einer Challenge. Man muss auch irgendwie viel trinken, ja. Weil sonst, ich muss schon kacken. Wenn wir damit jetzt nicht gleich in Führung gehen, dann, Alter, keine Ahnung. Ja, das ist so schön fettig mit Öl und das Garlic Bread schwimmt auch so schön in Öl. Der ist das leckerste Schnitzel in meinem ganzen Leben. Boah, so lecker. Während wir das Ganze jetzt hier uns echt schmecken lassen, schauen wir mal, was Julian und Oskar machen. Oder besser gesagt, der Stopfer und die Hamsterbacke. Jo Leute, und dann haben wir uns hier auch schon unsere Burger geholt, Alter. Für mich gibt es einen Burger mit doppelt Fleisch, Bacon vierfach obendrauf, einer dicken, fettigen, saftigen Soße dazu, noch ein bisschen Fries, nochmal einen extra Burger namens Bob Marley mit Guacamole, die nochmal extra Fette und Kalorien liefert. Und ich habe hier einen Chili Cheeseburger. Allerdings habe ich mich für die kleinen Burger entschieden, denn ich will mir noch Platz für später lassen. Ich denke, die Kombination aus meinem taktischen Essen und deinem viel Essen ist echt der Schlüssel zum Sieg, wir werden die anderen vernichten. Und hier nochmal ein Classic Burger mit der Mojo Burger Soße, da bin ich gespannt drauf. Und natürlich Chili Cheese Fries. Wir haben hier selber Chili Cheese Soße bekommen zum Rübermachen. Und hier drüber diese Soße, oh mein Gott. Hier seht ihr auch schon, wir haben 1, 2, 3 Bandscheiben quasi. Die Buns wurden ganz, ganz frisch geliefert. Weißt du, der schmeckt wie bei Shake Shack, schmeckt meiner. Wie so ein Burger King Burger sieht der aus, der aber auf der Werbung gezeigt wird. Aber hier kriegt man ehrlich das. Ich bin mir sicher, dass wir da mehr Kalorien reinbekommen als der Koloss von Dodos. Und das Schwarze noch. Hier seht ihr, wie wir schön Guacamole drin haben in dem Burger. Also noch ein paar extra Fette einfach. Leute, das Essen ist so geil hier in Griechenland. Das Ding ist, die Portionen sind auch so riesig. In Deutschland ist es so, man muss 2 Portionen bestellen, um satt zu werden. Zumindest ist es bei mir so. Aber hier reicht eine Portion vom Ding ja voll und ganz aus. Ich habe mein Schnitzel mit der Käsesoße komplett zerfetzt. Das war so lecker. Simon hat seinen Salat noch nicht geschafft. Der ist jetzt gerade kurz das schwarze Loch ausleeren. Dann ist noch sein Knoblauchbrot, hat er nicht geschafft. Das lassen wir uns aber auf jeden Fall einpacken, weil das gibt es ja nachher noch. Probier jetzt mal deine Sahnesoße, die du gekauft hast und nicht genommen hast. Ich habe jetzt noch das eine Ass im Ärmel rausgeholt. Dodo meinte, das sind viele Kalorien, deswegen trinke ich das Süppchen jetzt. Oh nee. Oh Bruder, das ist ehrlich eklig, Mann. Boah, der trinkt einfach die Soße, Mann. Ey, was ist mit dir? Schmeckt die? Oh, geht so. Willst du mal probieren? Auf keinen Fall. Und hier ist noch das Essen, was wir uns eingepackt haben für später. Und was machen die Hamsterbacke und der Stopfer? Wir haben auf jeden Fall aufgegessen, Freunde. Die Burger gingen gut rein, liegen aber auch gar nicht mal so leicht im Magen. Deswegen haben wir uns gedacht, viel Kalorien essen. Dafür ist es am besten, wenn man auch viele Kalorien verbrennt. Ne? Genau, denn dann kann man nämlich noch mehr essen. Und wir haben uns auch noch einen kleinen Trick überlegt. Aus dem Grund haben wir 5-mal hier so Reese's. Ein Reese hat genau 200 Kalorien. Wir haben auch noch Walnüsse. Da hat die ganze Packung 1600 Kalorien. Das sind 250 Gramm. Die Dinger haben wir uns auch schon gut zusammengelegt. Wenn wir es einfach während des Trainings snacken. Und wie ihr seht, habe ich schon ein anderes Outfit an, Leute. Ihr wisst ganz genau Bescheid, mein Klamottensponsor, wenn es um Fitnessklamotten geht, Gymshark, kann ich euch von Herzen empfehlen. Das hier ist zum Beispiel mein Lieblingsshirt, kostet 25 Euro. Und wie der Zufall es wollte, ist momentan auch noch Unity Day Sale bis morgen Montag 10 Uhr. Das heißt, ihr könnt bis zu 30% sparen auf Herren- und Frauensachen. Einfach direkt über den Link in der Videobeschreibung und ihr zahlt keinen Cent mehr, könnt mich damit unterstützen. Deswegen schaut gern vorbei und gönnt euch was. Ich feiere die Sachen von Herzen. Und in der Videobeschreibung findet ihr auch noch einen Link zu meiner Spotify-Playlist mit guter Musik, weil ich finde, neue Gymkleidung und gute Musik, das sind zwei super Booster, um richtig geiles Workout zu haben. Bin mal gespannt, was die anderen beiden gerade machen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall ein geheimes Workout und verbrennen ein paar Kalorien. Ja. Und fertig trainiert und auch noch eine kleine Abkühlung mehr genossen. Wir haben noch die letzten Reese's dort verdrückt. Hat auf jeden Fall gleich doppelt so gut geschmeckt unter Wasser. Die Walnüsse haben wir auch noch gegessen. Jetzt setzen wir uns gleich ins Auto auch zurück und fahren jetzt vom Norden von Kreta zurück in den Süden, zurück in die Villa zu den anderen und verkünden ihnen jetzt mal die Strafe.
Hast du Hunger? Junge! Ich muss schon sagen, mit wenig Schlaf ist ein Cheat-Day sehr, sehr schwer. Aber wisst ihr, womit ein Cheat-Day einfacher ist? Mit einem schönen, saftigen, richtig leckeren, kühlen Durchfall. Karamelleis mit Brownie-Stückchen, Schokoladencookies und Salted Caramel. Digga, wer das jetzt nicht geil findet, der ist einfach nur Schmutz. Ich habe jetzt noch eine Packung Haribo besorgt, weil ich sonst umkippe, Leute. Mein Bauch ist schon so voll. Und ich muss später noch eine richtig heftige Mahlzeit in mich reinschieben. Haribo-Tüte ist vernichtet. Ich habe mir direkt schon das nächste geholt hier. Erdnüsse oder was auch immer. 180 Gramm Erdnüsse. Hier sind so Brownie-Stückchen, Salted Caramel. Digga, das ist einfach geil, man. Ich habe die Hälfte der Erdnüsse weggefuttert. Die sind so hart. Ich habe mir meinen ganzen Mund aufgerissen. 100 Gramm haben 634 Kalorien. Das heißt, du hast circa so 600 Kalorien schon gegessen dadurch. Boah, geil, Mann. Und die Goldbeeren habe ich auch gefratzt. Wir haben ein bisschen Angst, dass die Jungs uns überholen. Deswegen hole ich mir jetzt hier nochmal Haribo mit Cola-Geschmack. Ich hoffe, wir liegen in Führung. So, wir haben jetzt kurz vor 19 Uhr, es ist natürlich immer noch der 24. September, Freunde. Wir sind zurück, ihr seid auch zurück. Ich habe keine Ahnung, was ihr gemacht habt in der Zwischenzeit. Ihr habt auch umgekehrt keine Ahnung, was wir gemacht haben. Ihr kriegt jetzt gesagt, was die Strafe ist. Ihr habt noch keine Ahnung. Okay, ne? Aber warte mal, weiß Oskar das schon? Nee. Oskar weiß auch nicht. Verliert ihr, ich weiß, dass ihr beide brutalst Höhenangst habt. Bist du ein Ihr habt Sorry, richtig wenn das Höhen- in die Welt gibt. Ihr habt richtig Höhenangst. Solltet ihr verlieren, ich weiß nicht, ob ihr diese Boote kennt, wo man... Schirm hinten dran gefunden. Ah, Junge! Und dann auf 50 bis 100 Meter nein, Höhe. Nein, das kann ich nicht. Das ist zu 100% sicher, Digga. Weißt du noch Felix Baumgartner? Der ist so gefallen und macht so. Aber war zu 100% okay. Sicher. Verlieren Oskar und ich, muss einer von uns beiden von einer 10-Meter-Klippe springen, der andere muss eine Ziege fangen. Ich persönlich bin absolut alles, aber kein Klippenspringer. Und das letzte Mal auf Oskars Kanal, als wir schon mal diese Challenge gemacht haben auf Bali, ist das Ganze extrem blutig geendet. Bei diesem schönen Sonnenuntergang werden wir es jetzt runter an den Ort packen und ich würde sagen, jetzt gehen wir uns gemeinsam eine schöne Runde Crepe bei einer richtig geilen Creperie. Die Hamsterbacke und den Stopfer fahren wir jetzt hinterher und wir wollen jetzt gleich zusammen zu Abend essen und den Sonnenuntergang zusammen genießen. Finde ich ziemlich nice, aber wir sind dann extra mit einem Auto gefahren, damit wir jetzt erstmal noch ein bisschen cheaten können. Jetzt werden wir uns nämlich jeweils ein so ein riesen Croissant gönnen. Meiner Cookies and Cream Füllung und Stevens, ich glaube deine auch. Ich habe Oreo. Und 100 Gramm haben 410. Das heißt, meiner hat 6,5. Das kleine Stück lasse ich jetzt noch übrig. Hier später. So, wir haben uns jetzt umgezogen und wir sind jetzt hier vor einem Crepe-Stand. Jeder von euch kleinen Ganoven hier kann sich jetzt mal ein bisschen was aussuchen, würde ich mal sagen. Die ganze Karte. Dein so viel Nacken du möchtest. So schön. Ja, Digga, dein Shirt ist so schön. Ja. Mashallah. Immer in seiner, auch in seiner Videobeschreibung, ja? Ich glaube, ich nehme auch einen Crepe und einmal so Waffel. Ich glaube, wir sind eine Führung. Ja? Was? Wir machen euch komplett kaputt, Digga. Ihr habt keine Chance, ich schwör's dir. Nixa Kolossos von Dodos, du Nixos, Kolossos, du absolutos kleines Schrumpfus. Oder Hamster, ne? Egal wie groß Hamsterbacken sind, Hamster sind mini, Digga. So wie du. Hamster. Alles gut, alles gut. Richtig geil, Leute. Ich habe mir hier Oreo-Waffeln geholt mit weißer Schokolade und Milchschokolade und eine fette Kugel Snickers-Eis. Das schaut ein bisschen aus wie der Kreislauf der Kalorien, ist es aber nicht. Das ist Kinder Bueno in einem Crepe, Digga. Und hier haben wir nochmal einen Oreo-Crepe dazu. Das Ganze gönnen wir uns hier schön am Wasser. Ich habe mir hier so Waflaki geholt, so heißen die hier in Griechenland. Das sind so Waffeln, so kleingeschnitten mit Oreo. Sieht richtig, richtig lecker aus. Hier habe ich mir noch einen Crepe geholt mit Bueno-Füllung. Richtig, richtig lecker. Ich bin heute etwas langweiliger unterwegs und habe Bijou, Oreo. Deswegen brauche ich es nicht mehr zeigen. Mega, mega geil. Ich glaube mal, das ist von den Kalorien her Pi mal Daumen recht ausgelassen eigentlich, weil wir haben eigentlich alle genau das Gleiche. In dem Fall Kalorien rein. Guten Appetit. Kurz vor neun, Leute. Die anderen sind nicht mitgekommen, aber Oskar und ich, wir sind jetzt hier wieder zurück im Airbnb. Langsam kickt das Essen schon relativ gut rein. Das war so süß und das sättigt im Nachhinein voll. Wir nehmen uns jetzt zu vier mit und dann packen wir es auf zum nächsten Restaurant, denn jetzt gibt es ein leckeres Abendessen. Boah, Freunde, jetzt sind wir gerade unterwegs im Auto und dann kommen die beiden uns hier in der Kreuzung entgegen. Habt ihr gerade gegessen oder was habt ihr gemacht? Nee, ist doch egal. Was willst du denn sehen? Wir haben Aufnahmen für dich. Du und Oskar sind weg. Haben sich schon gewundert, warum wir noch hier bleiben? Ich weiß nicht, für die Leute, die das nicht wissen, wir sind eher so die nachtaktiven Menschen. Bei uns geht abends erst so
richtig das Ganze los. Wir schwarz, die Nacht schwarz. Genau. Ihr versteht schon. Genau so läuft's. Und deswegen werden wir uns jetzt ein bisschen was gönnen auf Julians Nacken. Wir haben ja ein Budget gehabt, das war unlimited. Und deswegen dachten wir uns, dann gönnen wir uns auch was, ne? Junge, lass uns jetzt richtig gut gehen. Komm mit. Und zwar haben wir uns gedacht, unsere Füße immer so aussehen, als wenn wir Kilometerwalk machen würden. Und hier übernehme ganz kurz ich, weil Dodo und Steven im Nachhinein herausgefunden haben, dass diese Fische in solchen Becken oftmals ganz, ganz lange hungern müssen, dass sie extrem Hunger haben und dann eben an den Füßen beißen, damit man quasi diesen Effekt bekommt, ist das auf jeden Fall Tierquälerei, solltet ihr nicht nachmachen. Die wussten das zu dem Zeitpunkt noch nicht, also nehmt sie nicht übel, sie werden es in Zukunft nicht mehr machen und wenn ihr sowas seht, gebt dafür kein Geld aus. Wir sind jetzt im Kri-Kri-Restaurant, wir waren hier schon vor ein paar Tagen und die haben diese riesen geile Steinofenpizzen. Julian hat ein paar Aufnahmen gemacht, wie die Pizza hier gemacht wird, richtig lecker. Und wir haben was zugeflüstert bekommen von der Kellnerin. You told us that our two friends have been here already today, right? Yes, it was a very tall black man and another... A smaller one. Hört sich an wie Dodo. They ordered two schnitzel, two garlic bread, one pizza Vesuvio and one cheeseburger. Alles klar, but did they eat everything? No. They took it away? Yeah. Ah, gut zu wissen. Yeah. Ah, krass. I put it in a light. Thank you very much for information. Das ist verdammt gut zu wissen, Leute. Das ist so ein fetter Vorteil, dass wir das jetzt einfach wissen, was die sich hier bestellt haben. Wir waren nämlich mal überlegen, ob wir eine XXL-Pizza nehmen sollen oder halt eine normale große Pizza. Also jetzt in dem Fall so eine hier. Weil wir können dann später mehr essen, mehr richtig. Dessert. Die hatten kein Dessert, ne? Das kommt jetzt auch. Das kommt auch gerade. Weißt du, was noch kommt, Digga? Das ist das Wichtigste. Ah, ein Ehrenkaffee. Wir haben jetzt 21.39 Uhr. Aber für eine wahre Hamsterbacke ist das die perfekte Zeit, Kaffee zu trinken. Also das ist mal hier traditionell probieren. Aus Kreta ein Käsekuchen, traditional Cheese Pie mit Konig. Für mich gibt es so eine Art Chocolate Soufflé Cake, der ist ganz flüssig innen, mit Eis. Das sind die Sachen, die am Cheat Day ordentlich ins Gewicht schlagen. Und eine gute Hamsterbacke weiß sowas Kalorienreiches natürlich zu schätzen. Bei mir ist so Schafskäse drin. Schaut mal von unten aus dem Steinofen. Krass. Schön mit ordentlich Käse drüber, schön frisch alles, mega. Kri-Kri, Plakias, gute Pizza. Ich habe meine Pizza weggefetzt. Diesmal war ich schneller als die Hamsterbacke. Nicht schlecht, Stopper. Und jetzt esse ich hier noch meinen Käsekuchen mit Honig. Ich werde den einfach so einrollen. Auch für Steven und Dodo der große Nachteil, dass sie keinen Kaffee trinken, weil Kaffee einfach den Kreislauf der Kalorien beschleunigt. Das ist einfach ein schöneres Wort für alles. Kreislauf der Kalorien. Ja. Mama, ich muss Kreislauf der Kalorien machen. Boom, Leute. Und wir haben aufgegessen. Kaffee ist auch ausgetrunken. Ich bin jetzt wirklich, wirklich satt, weil Pizza ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Oskar hat mich da ein kleines bisschen dazu überredet. Wir haben jetzt 22.16 Uhr. In einer Dreiviertelstunde machen die Supermärkte zu. Und Oskar und ich wären natürlich nicht wir, wenn wir auch nicht einfach in der Nacht verdammt nochmal durchziehen würden, Digga. Packen wir es auf den Supermarkt, wir holen uns noch ein paar leckere Snacks. Dann geht's ab nach Hause in die zweite Runde. 12:02, Freunde. Es gibt jetzt noch einen kleinen Late-Night-Snack und zwar Ben & Jerry's nochmal. So habe ich hier noch eine Tüte Haribo. 200 Gramm. Steven wollte eigentlich auch kommen 12, aber ich glaube, der ist eingeschlafen. Deswegen muss ich alleine die Stellung weiterhalten. Boah, Leute, ey. Ben & Jerry's ist so das Krankeste überhaupt. Digga, diese Sorg-Caramel-Brownie-Party. Ich bin so traurig, dass es das nicht in Deutschland gibt. Boah, das schmeckt so heftig, ey. Boah. Jetzt noch mal mitten in der Nacht aufgestanden. Ich dachte, ich kriege jetzt noch etwas Hunger, aber ich habe mich so krank getäuscht. Mein Essen ist nicht hier, es ist hier. Jetzt hat das Ben & Jerry's mit runtergenommen. In dem Moment haben die beiden mich im Haus gehört und haben sich rausgeschlichen, um in Ruhe draußen zu essen. Leider war der Ton da sehr schlecht, sodass man die beiden nicht gehört hat. Aber ab jetzt hört man sie wieder. Ich bin platt, Bro. Ich kann gar nichts mehr. Ja. Bin froh, dass ich gehen kann. Technischer K.O., Mann. War auch richtig kaputt, aber die müssen wir uns noch teilen. Jetzt nicht mal viel. Hier ist noch Burger und Garlic Bread, aber geht das nicht runter. Morgen früh vielleicht, Bro. Schlaf gut. Ich sitze jetzt mittlerweile hier bei uns im Airbnb im Whirlpool. Und wir haben jetzt 0.37 Uhr. Ich bin im Restaurant Oskar hoch ins Zimmer gegangen. Ich bin aufs Zimmer gegangen, musste mich ganz kurz erholen. Wir haben ja noch eingekauft. Ich habe mir jetzt hier nochmal so ein Ben & Jerry's rausgelassen. Blondie Brownie Core. Ben & Jerry's geht immer und ich habe einfach das Gefühl, dass Dodo wirklich einige Ben & Jerry's verdrückt hat. Nochmal dazu gibt es hier 180 Gramm geschälte Walnüsse. Oskar hat nicht immer so eine Strategie überlegt, wie wir die anderen schlagen können. Und zwar arbeiten wir in einem Schichtsystem. Das heißt, ich werde mir jetzt nochmal ordentlich was reinhauen. Hau mich aufs Ohr in der Zwischenzeit.
Zwischenzeit übernimmt Oscar. Ich stehe wieder verdammt früh auf, vor allen Leuten, mitten in der Nacht noch oder beim Sonnenaufgang, wie auch immer. Werd mir dann nochmal was reinhauen und dann eskalieren Oscar und ich nochmal zusammen als Finale, ey. Und dann hoffe ich, dass wir die einfach geschlagen haben, weil ich keinen Bock habe auf diese Strafe. Das ist verdammt schwierig, wenn alle Leute in einem Haus leben, dass man so was isst, ohne dass die anderen es merken. Und deswegen machen Oscar und ich das mit dem Schichtsystem. Ich habe das bei den Jerry's hier noch nie gegessen, aber ich muss sagen, schmeckt sehr geil. Das Fiese an dieser Challenge ist halt, man will nicht unnötig mehr Kalorien essen, als man essen müsste, um zu gewinnen, weil... Digga. Alles klar. Weil man natürlich an einem gewissen Punkt auch einfach über den Hunger hinaus ist. Deswegen, Freunde, hier auch der kleine Reminder. Der Genuss an Süßigkeiten und Co. geht hier über einen normalen Cheater hinaus. Aber ich glaube, das ist den meisten von euch bewusst. Also macht das Ganze nicht nach oder sowas. Das hat einfach nur was mit Unterhaltung und mit Ehre nehmen von seinen Freunden zu tun. Jetzt kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen, dass es Claire's wirklich gut getan hat. Mir das überhaupt nicht. Mir ist jetzt echt schlecht sogar. Vielleicht liegt das auch an diesem verdammt warmen Whirlpool. Vielleicht sollte man einfach kein Eis im Whirlpool essen. Wir haben jetzt hier nochmal diese Walnüsse und die werde ich mir jetzt noch zu guter Letzt gönnen. Und dann geht's für mich auch ab ins Bett. Wir haben jetzt 1.07 Uhr, 1.08 Uhr. Wir sehen uns später wieder. Ich übergebe an den Stopfer und bin gespannt, was die anderen beiden sich heute noch reinhauen. Jo, Freunde, wir haben jetzt 1.45 Uhr, Viertel vor 2 nachts. Ich höre keinen mehr. Ich glaube, alle schlafen und jetzt ist meine Schicht dran. Ich habe mir ausgesucht Cheetos. Als Kind habe ich die immer geliebt und zwar mit Käsegeschmack. Die ganze Packung hat über 600 Kalorien und man kennt es, ein Ben & Jerry's mit über 1000 Kalorien, die ich nochmal in mich reinstopfen werde. Denn die haben sich mächtig geschnitten, wenn die dachten, dass ich heute Nacht nicht mehr aufstehe. Kann man so easy essen. Ich glaube, wir müssten jetzt langsam an die 20.000 Kalorien kommen. Ben & Jerry's ist jetzt auch leer. 1725 Kalorien gehen jetzt nochmal auf unser Konto. Es ist mittlerweile 2.30 Uhr nachts. Ich gehe jetzt auch mal ein paar Stunden pennen und wir sehen uns später. Und wir haben jetzt 6.56 Uhr. Jo, Freunde, herzlich willkommen zur Morgenschicht. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin sowas von am Arsch, Alter. Ich habe mich gerade sowas von aus dem Bett gequält. Wie ihr vielleicht im Hintergrund erkennen könnt, geht die Sonne auf. Ich habe mir jetzt gerade noch einen restlichen kalten Kaffee von gestern gemacht. Und dann gibt es für mich jetzt hier diese Oreos mit weißer Schokolade überzogen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die haben ordentlich Kalorien und die schmecken krass. Es ist zwar nicht krass spektakulär, hat aber nochmal ordentlich Kalorien und ich kriege einfach Nüsse verdammt gut runter. Deswegen nochmal 180 Gramm Walnüsse. Und sollte das immer noch nicht rechnen, habe ich hier nochmal 200 Kalorien in Form von diesem komischen Riegel, den ich unbedingt auch probieren möchte. Hier ist übrigens auch der Kerl, der immer unseren Pool macht. So, Freunde, jetzt bin ich in den Pool gegangen. Es ist verdammt kalt. Ich habe keine Ahnung, wie viel der Stopfer und die ganzen anderen heute Nacht gegessen haben. Ich hoffe, dass Oscar noch mal ordentlich reingehauen hat. Ich fange einfach gerne mal diesen Riegel an. Der hat 200 Kalorien. So sieht das gute Ding aus. Und so sieht der von innen aus. Und das schmeckt ein bisschen wie ein Bounty. Man macht doch kein Bounty in eine Fritteuse, Junge. Und damit habe ich 200 Kalorien drin. Ein einziger so ein Oreo hat 100 Kalorien. Hier sind 12 Stück drin, also nochmal 1200 Kalorien mehr. Das sind mit Abstand die krassesten Oreos, die es gibt. Dazu noch ein Schluck Käffchen. Und da bin ich mir ganz sicher, dass das der Sieg wird, Freunde. Und in diesem Sinne, gönne den. Bam! Und ich habe jetzt noch 4 Stück übrig, Alter, die knallen doch ganz schön rein. Und in der Zwischenzeit genieße ich noch den Sonnenaufgang und dann warte ich mal auf Oscar und dann packen wir es auch gleich nochmal geheim was frühstücken ohne die anderen. Ich hoffe, die frühstücken nicht. Hehe. Und wir haben 9.04 Uhr. Oscar, der Stopfer ist aufgestanden. Natürlich. Wir müssen langsam los, ey. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Ja, zum Stopfen. Zum Stopfen, zum Essen, zum Bestellen, zum Restaurant zu kommen. Also wird knapp. Das Auto von den anderen ist auf jeden Fall weg. Das bedeutet, dass die anderen auch schon weggefahren sind. Ich hoffe, dass es nicht so ein Verhängnis wird und dass die uns jetzt abziehen auf der Zielgeraden. Gestern beim Frühstück haben die auch ordentlich reingehauen. Ich glaube, da können die uns nochmal gefährlich werden. So, Leute, eine Stunde noch, bis die Challenge vorbei ist. Wir sind jetzt noch vor der Bäckerei. Wir müssen noch ein bisschen Kalorien holen, Alter, weil ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, wir liegen ein bisschen zurück. Das Einzige, was jetzt noch hilft, sind Croissants, Alter. Wir müssen einfach Croissants ballern.
Wir sind jetzt hier direkt ans Meer gefahren und haben uns nochmal richtig geile Sachen bestellt. Wir haben so Waffeln mit Schokolade und Biscuit. Und die größten Croissants, die wir auf der ganzen Insel gesehen haben, gibt es hier. Deswegen sind wir hier hingegangen. Schaut euch diese geilen Croissants an. Genau, bei mir gibt es 2 von diesen fetten Dingern. Und natürlich auch nochmal so eine schöne Waffel. Wir haben jetzt 9.46 Uhr. Das heißt, wir haben noch 14 Minuten Zeit, um zu essen. Stellen die Kamera auf, Digga, und lassen uns das Ganze mal schmecken. Jetzt müssen die Kalorien nur noch funktionieren. Gar kein Taste mehr. Das müssen wir jetzt nur noch ballern. Deswegen Croissants. Teamwork makes the dream work, ne? Wir müssen einfach hier auf deinem Kanal richtig rasieren. Schön Nutella drauf, Digga. 100 Kalorien nochmal extra. Die letzten Minuten brechen an, wir müssen nochmal alles geben. Wir haben so viel vor uns, noch so wenig geschafft erst. Die Zeit ist um. Halbe Waffel geschafft, 2/3 der Waffel geschafft. Und jetzt sagen wir, packen es ab nach Hause und dann schauen wir mal, wie viel die anderen geschafft haben. Wir haben alle Kalorien zusammengerechnet und die wissen jetzt noch nicht, wer gewonnen hat. Ich weiß es schon und ich werde jetzt verkünden, was die Stände sind. Also, wir haben einmal einen Kalorienstand in Höhe von 23.633 Kalorien gegen einen Kalorienstand von 19.793 Kalorien für das Team Steven und Dodo. Also wir haben gewonnen, wir haben 23.000 Kalorien gemacht. Wir haben euch abgezogen. Für euch heißt es direkt Bestrafung und ich würde sagen, wir fahren auch auf zum Strand. Eine Therapie für Höhenangst auf meinen Nacken und ich freue mich schon auf den wunderschönen Anblick und für die Strafe. Hello, my friend. To paragliding, him and for him. You want high? Yes, high. As high as possible. 20, 40, 60, 80 Euro, die ich hier für diese Strafe zahle, Freunde. Es geht los. Wir werden jetzt mit dem Crazy Sofa aufs Boot fahren. Ich bleibe auf dem Boot und filme die von oben. Julian filmt mit der Drohne. Die haben die Angst ihres Lebens. Er meinte gerade, die gehen 80 bis 100 Meter. Er meinte auch, 150 gehen auch. Make 150. Ich schwöre, ich habe so Angst. Ich schwöre, ich habe so Angst. Kommt erstmal selber hier hoch mit Höhenangst und dann reden wir. Ich schwöre auf alles, Digga. Guck mal, wie die Salbe fest ich habe, Steven. Guck mal, wie die Salbe fest ich habe, Mann. Guck dir das an, Digga. Guck mal, das ist so zerfleddert. Fallen ist nicht mehr so hoch. Ja, Mann. Ja, Mann. Bro, ich will nicht ins Wasser fallen. Ich will nicht ins Wasser fallen. Ich kann nicht schwimmen. Oh, nee, das Wasser ist so kalt. Ey, was macht der? Oh mein Gott! Oh nee! Ich hab mir Hier! It was longer than it used to be, ne? More high, about 50 meters. I live almost all the rock. So Freunde, die Jungs haben sich auf jeden Fall ihrer Bestrafung gestellt. Ihr fandet es, glaube ich, nicht so nice. Ich habe mich absolut schlapp gelacht und das war auch der eigentliche Sinn dieser Bestrafung. Immerhin habt ihr auch ziemlich fett verloren. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Bro, lasst gerne einen Daumen und ein Abo. Das Ding ist, das nächste Mal battlen wir uns face to face. Ich weiß, dass Oscar bei dir nämlich viel rausgerissen hat, bei dem mehr essen kann als Steven, aber du wirst nicht mehr essen können als ich. Wir machen 1-on-1. 1 gegen 1. Wir machen 1-on-1. Ich bin der König der Kalorien-Challenges. Ich habe 1000-mal mehr Erfahrung als du. Von mir aus, sag mir irgendeine Stadt, sag mir, wo auch immer du das machen willst. Ich krieg gegen dich an, ich mach dich noch ein zweites Mal kaputt und dann wird die Strafe noch fetter, mein Freund. Okay? Digga, das klingt nach Revanche. Alles klar, okay, somit haben wir also auf jeden Fall ein Rematch. Also lasst auf jeden Fall ein Abo auf Dodos Kanal, da dass ihr das Video nicht verpasst. Dann drehen wir das die kommenden Wochen irgendwo in einer anderen Stadt, irgendwo auf einem anderen schönen Ort auf dieser Welt. Digga, danke dir für deine Unterstützung heute. Wir waren auf jeden Fall ein stabiles Team, würde ich mal sagen. Schaut in der Videobeschreibung vorbei bei Gymshark. Verpasst den Sale nicht, gönnt euch was Schönes. Lasst gerne Spende da. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Over and out, Freunde. Und peace out.